Überall dort, wo Menschen miteinander leben oder arbeiten, gibt es Konflikte. Und wenn Sie in einer Führungsaufgabe sind, beruflich oder ehrenamtlich, werden Sie einen wesentlichen Teil Ihrer Zeit und Energie darauf verwenden, mit diesen Konflikten umzugehen. Sie haben das vielleicht auch schon beobachtet: je mehr Engagement, umso mehr Konflikte. Je mehr Herzblut oder existenzielle Sorge und Ängste, je mehr Ungerechtigkeiten, umso härter und schärfer die Konflikte. Den Konflikten mit einer Brechstange zu Leibe zu rücken, ist zwar allgemein beliebt, richtet in der Regel langfristig mehr Schaden an, als dass es hilft. Dieser Kurs soll Sie befähigen, respektvoll und gleichzeitig sehr klar in Konflikte hineinzugehen. Sie lernen Techniken der Konfliktvermittlung, also der Mediation, kennen. Sie üben Kommunikationsformen ein, die deeskalieren und vertieftes gegenseitiges Verständnis ermöglichen. Sie erweitern Ihre Kompetenz in Selbstführung, um sich selbst auch in sehr angespannten Situationen so zu verhalten, dass Sie auch im Rückblick noch im Großen und Ganzen zufrieden mit Ihrer eigenen Reaktion sind. Und Sie bekommen Werkzeuge an die Hand, wie Sie in Organisationen den Umgang mit Konflikten strukturieren können. Unser Kurs fußt auf der Überzeugung, dass Gottes Projekt mit den Menschen ein Friedensprojekt ist. Gott als der Friedensstifter, der die Menschen in diese Bewegung und zu diesem Ziel einlädt. Deswegen beschäftigen wir uns auch theologisch mit dem Thema Frieden als rotem Faden quer durch Bibel und Geschichte. Am Ende des Kurses können Sie Konflikte besser einschätzen. Sie sind sich Ihrer eigenen Rolle in einem Konflikt stärker bewusst. Sie haben Ihre Handlungsmöglichkeiten inmitten kritischer Situationen erweitert. Und, das ist meine Hoffnung, Sie vertrauen stärker Gottes heilsamer Gegenwart inmitten von Konflikten. Nicht die Vermeidung von Konflikten bringt uns auf dem Weg des Friedens voran. Konflikte haben das Potenzial zu zerstören. Sie können aber auch eine große Chance sein, indem Sie zum Beispiel auf ungerechte Situationen aufmerksam machen. Erst dann können wichtige Veränderungen angestoßen werden. Hier reden wir dann von notwendigen Konflikten, die Frieden ermöglichen. Ich würde mich freuen, Sie im Kurs dabei zu haben. Kontaktieren Sie uns gerne.